Kaisers präsentiert. What's up, Dies? Ein neues Oktoberfest für Berlin. Und ein Gericht, das Lust auf Gaudi macht. Rehkeule und Rummelspaß. Heute bei Berlin kocht. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie bei Berlin kocht, oder vielleicht sollte ich lieber sagen Servus, Grüezi und Hallo, denn ich befinde mich auf dem Oktoberfest von Kaisers in der Ringstraße 24 in Berlin-Marienfelde und das wurde heute feierlich eröffnet. Urzapft ist, hieß es dann im großen Festzelt. Der Fassanstich für Innensenator Frank Henkel Ehrensache. Eine Oktoberfestpremiere, die sich auch die Prominenz nicht entgehen lassen wollte. Erzähl doch mal, bist du so ein richtiger Oktoberfest-Fan? Also muss ich sagen, ich komme aus Ungarn und Oktoberfest ist bei uns gibt nicht. Aber in Deutschland, egal wo man hingeht, egal welche Stadt, natürlich ist es nicht München, ist Berlin, aber hat man immer gute Stimmung, kann man gutes Essen, gutes Trinken, gute Musik. Also muss man sagen, das ist schön. Ja, aber ich bin ein Oktoberfest. Es macht immer Spaß und wenn man in München ist, also die Tradition unmittelbar vor Ort hat, dann macht das viel Spaß. Ich freue mich aber auch, dass sich das ein bisschen in Berlin etabliert, weil es dann doch schon immer etwas Schönes ist und in der Regel auch von den Leuten gut angenommen wird. Zwei bayerische Freunde haben mir zu meinem Geburtstag dieses bayerische Outfit hier geschenkt. Und da habe ich gedacht, na, das ist eine günstige Gelegenheit, das mal zu tragen. Und Oktoberfest in Berlin hat ja auch was. Ne? Wenn du auf dem Oktoberfest bist, was machst du da? Bist du dann eher so der isst oder nutzt du die Fahrgeschäfte oder was machst du? Ich trinke hier Bier. Deswegen bin ich ja extra mit der Taxe gekommen. Auf und nieder, halt schon wieder, Thomas, es geht noch, Thomas, halt ab. Tobias Tuchlenski und Arnold Bergmann an meiner Seite. Herr Tuchlenski, wie kam es denn zu der Idee, hier ein Oktoberfest zu machen in Marienfeld? Ja, das war eine ganz lustige Begebenheit. Arnold Bergmann kenne ich schon seit vielen Jahren und wir haben immer wieder darüber nachgedacht, was wir mal zusammen machen könnten. Und das letzte Mal vor circa einem halben Jahr saßen wir da gegenüber, ist mein Büro, und saßen bei mir am Besprechungstisch und haben wieder darüber nachgedacht, was wir machen können. In dem Moment guckt Arnold an meine Pinnwand und da waren ein paar Mädels, die bei uns in der Filiale Oktoberfest veranstaltet haben, auf dem Bild an der Pinnwand, und Arnold guckt auf dieses Bild, guckt auf den Parkplatz und sagt, wir machen Oktoberfest. Ach so. Und was kann ich hier auf dem Oktoberfest erleben, Herr Bergmann? Typisch bayerische Stimmung. Wir haben ein Zelt für weit über 2000 Menschen hier. Wir haben Grummel hier, wir haben eine bayerische Kapelle hier, bayerische Schmankerln. Also besser geht's nicht. Und Herr Bergmann, wenn ich hier auf dem Oktoberfest vorbeikomme, dann kann ich ja sogar was gewinnen, ne? Ja, also wir machen täglich einen Dirndl-Wettbewerb. Es gibt 50 Euro Gutschein jeden Tag für jedes Werbe, was die Firma Kaiser zur Verfügung stellt. Und damit ist das eine runde Sache. Dieser Dirndl-Wettbewerb ist auch an den anderen Oktoberfesten gültig. Am Ende kann man eine Reise zum Oktoberfest nach New York gewinnen. Wow, also wie mache ich das dann, da teilzunehmen? Da komme ich dann hier hin mit meinem Dirndl und dann? Ja, wird abends 19 Uhr jedes Mal ausgelost. Wer das schönste Dirndl hat, gewinnt, und es bestimmt das Publikum. Das Publikum wählt das schönste Dirndl. Sehr schön, also liebe Zuschauer, wenn Sie mit Ihrem Dirndl hier vorbeikommen, dann können Sie was gewinnen. Sie haben es gerade gehört, in der Ringstraße 24, und wir schauen uns jetzt mal weiter um. Auf und nieder, halt schon wieder, Thomas, es geht noch, Thomas, halt ab. Zu essen gibt es hier nämlich auch jede Menge, liebe Zuschauer. Wir wären nicht Berlin kocht, wenn wir nicht auch heute ein tolles Rezept für Sie hätten. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Bei Kaisers in der Friedrichstraße habe ich bereits die Zutaten für unser Oktoberfestgericht besorgt. Hallo Frau Hallo, Ostermann. Guten Tag. Was soll es denn sein? Ich hätte gerne Rehkeule, bitte. Oh, das trifft sich gut. Wir haben diese Woche frisch reinbekommen. Frische Rehkeule, schön aus dem Mittelstück. Das klingt doch prima. Mit der Rehkeule im Gepäck geht's zur Tiefkühltruhe, wo ich mich mit Brezeln eindecke. Im Gewürzregal nebenan warten Wacholder und Kümmel auf mich. Wo wild, da auch Wald. Deswegen stehen heute Pfifferlinge auf dem Einkaufszettel. Bisschen was Grünes noch und dann auf ins Restaurant Alpenstück. Und unser Oktoberfestgericht heute kommt von Ralf Hahn von dem Restaurant Alpenstück. Und wir haben hier heute schon diverse schöne Zutaten vor uns liegen. Ralf, was machen wir denn heute? Ja, herzlich willkommen. Wir werden heute eine Rehkeule rosa gebraten machen mit Pfifferlingsrahm, Brezenknödeln.
ein typisch bayerisches Gericht. Brezenknödel finde ich auch besonders spannend. Hatten wir noch nie bei Berlin kocht. Da liegen schon die Brezeln. Ich würde sagen, wir fangen mal an, oder? Klingt genau. Ja nach ein bisschen Arbeit, was wir heute haben. Ein bisschen, aber es ist nicht allzu kompliziert. Ja, die muss man in Stücke schneiden, genau. Oder abbrezen? Die schneiden wir erstmal in solche Scheiben. Ja, okay. Du bist seit wann hier im Alpenstück? Ich bin jetzt seit 5 Jahren hier, seit Anfang des Jahres Küchenchef. Ja. Und vorher natürlich von Grund auf hier alles. Hast dich quasi gut gearbeitet. Auch, ja. Und die alpenländische Küche, die ihr hier auf der Karte stehen habt, die ist dir vertraut. Du bist auch aus dem süddeutschen Raum zumindest, ne? Ja, aus der Nähe von Stuttgart, ja. Bei Esslingen. Das ist zu den Alpen nicht ganz so weit. Nein, 2 Stunden bis nach München. So, das haben wir geschnitten. Genau. Was machen wir jetzt damit? Das kommt jetzt alles zusammen. Ja. Dann werden wir gleich noch die Zwiebeln dazu schneiden. Mhm. Der Rest ist ja hier für die Pfifferlinge, ne? Und ganz genau. Dann können wir quasi die halbieren wir uns gerade. Genau, wir teilen ja alles geschwisterlich. Und dann können schneiden wir jetzt in so dünne Scheiben. Ja. Oktoberfest feiert ihr hier aber jetzt nicht, ne? Das, klassisch nicht. Dadurch, dass wir halt eine leicht gehobene Küche hier haben. Ist nicht so, ist mit Schweinsfragen und Haxen. Ich dachte, ich kann gerade auf dem Tisch tanzen. Mann, toll. Bist du denn privat manchmal auf dem Oktoberfest unterwegs? Oder wie ist denn das in Stuttgart? Feiert man da überhaupt so Oktoberfest? Ja, wir haben ja sowas Ähnliches. Ne, wir haben den Cannstatter Wasen. Was ist das? Wie heißt das? Das ist der Cannstatter Wasen. Das ist bei Stuttgart, Vorort von Stuttgart. Ja. Es ist auch ein großes Volksfest, genauso wie die Wiesen. Ah, okay. Oder so ähnlich wie die Wiesen. Wir haben nur nicht so ganz viel Bierzelte, sondern mehr Fahrgeschäfte. Fahrgeschäfte? Aber ansonsten. Also so ein Rummel quasi. Genau. Aber und, ein sehr großer Rummel. Aha, und warum kennt das keiner? Ist ein Geheimtipp? Das ist so das zweitgrößte Deutschlands. Also man kennt das eigentlich schon, ja. Ich kenn's nicht. Kennen Sie das, liebe Zuschauer? Ich wette, Sie kennen das auch nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt hier gerade so einen Underground-Geheimtipp, so Stuttgarter. Kann, wie heißt es? Cannstatter Wasen. Cannstatter Wasen für Sie herausgefunden, aber nein, es ist schon bekannt. Das heißt, da sind auch Touristen. Da bin ich nicht unter Einheimischen. Mehr unter Einheimischen als in München. Aha, liebe das Zuschauer. Also überlegen Sie in diesem Jahr, ob Sie nicht zu den Cannstatter Wasen fahren. So, genau, so. Denn vor der Feierei stand schon immer eine gute Grundlage. An der wird jetzt in der Küche weitergefeilt. Dafür schwitzt Ralf die Schalotten an und ergänzt Sahne, Salz, Pfeffer und Muskat. Zusammen mit Eiern und Petersilie dürfen die Brezenstücke sich jetzt in der Schüssel wälzen. Das bis dato geduldige Reh ist nun auch endlich an der Reihe. Gewürzt mit Wacholder, Kümmel, Piment, Pfeffer und Salz springt es munter in die Pfanne. Im Anschluss wird es bei 170 Grad im Ofen gegart. Nun trennt uns nur noch freudiges Knödelrollen vom großen Geschmacksshowdown. Schnell ein paar Pfifferlinge in der Pfanne zubereitet. Schon heißt es, bitte anrichten und fertig machen fürs preußisch-bajuwarische Speisespektakel. Wenn Ihr Gaumen jetzt Oktoberfest feiert, legen wir Ihnen die Besorgung folgender Zutaten ans Herz. Für die Brezenknödel brauchen Sie Brezeln, Petersilie, Eier, Milch, Schalotten, Muskat und Semmelbrösel. Dazu kommt Fleisch von der Rehkeule, gewürzt mit Piment, Wacholder und Kümmel und zum Beispiel Pfifferlinge als Beilage. Und vor der wunderschönen Buchenholzwand hier im Alpenstück sitzen wir jetzt und genießen unser Oktoberfestgericht. Und mit an den Tisch hat sich gesellt natürlich Jenny Hahn, die Restaurantleitung, und Hans-Peter Bodatz, unser Gastro-Experte, der auch schon gut dabei ist beim Essen. Hat sich schon einmal durch alles durchprobiert? Also das ist Oktoberfest-Flair. Das Schöne oder der Unterschied zwischen München und Berlin ist ja, es gibt ungefähr 20, 25 Oktoberfeste in Berlin. Es hat eine unglaubliche Entwicklung. Und das erste findet jetzt statt, bei Kaisers. Und an 20 verschiedenen Orten, in unterschiedlichen Zelten, in unterschiedlichen Häusern. Das ist toll. Also Berlin liebt Oktoberfest. Liebt Oktoberfest und auch Gerichte, die dazu passen, wie zum Beispiel unser Reh heute. Ja. Was sagen Sie dazu? Schmeckt's denn? Erstklassig. Ich meine, das Alpenstück ist ja mittlerweile eines der beliebtesten Szene-Restaurants, muss man sagen, mit einer großartigen Bäckerei. Eine Manufaktur, wo ich immer die Königsberger Klopse kaufe. Die hervorragend. Ach, die kann man da kaufen? Ja, sehr schön. Was gibt es da noch? Die Manufaktur bietet
allgemein alle hausgemachten Sachen an, die schnell auch zu Hause zu machen sind, was man vakuumieren kann, wie Maultaschen, Spätzle, Schupfnudeln, aber auch Öle, Marmeladen, Gebäck, Kekse. Also all die hausgemachten Sachen gibt es auch dort. Gibt es die Knödel auch? Zu erwärmen. Auch Knödel? Ja. In Serviettenknödelform und auch Brezelknödel. Ach, die hätten wir gar nicht machen müssen. Hätten wir uns die ganze Arbeit heute sparen können. Liebe Zuschauer, wenn Sie sich die Arbeit machen möchten, auf berlinkocht.tv finden Sie natürlich das Rezept für unser heutiges Oktoberfestgericht. Und ich würde sagen, wir stoßen mal an hier zünftig. Wozu sind eigentlich diese Deckel da? Weiß das jemand? Damit die Fliegen nicht reinfliegen oder die Wespen. Die ganzen Fliegen hier, furchtbar. One, two, three, super. Oktoberfestgericht haben Sie jetzt und Oktoberfest-Gaudi, die gibt es hier in der Ringstraße 24 beim großen Kaisers Oktoberfest. Kommen Sie vorbei, noch bis zum 15. September täglich ab 14 Uhr für Sie geöffnet. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Berlin Koch. Fetti! Präsentiert von Kaisers.